Guten Tag, meine Damen und Herren. Mit dem letzten Video, also Teil 6, Thema war da die Hintergründe der Kontroverse um E-Zigaretten, habe ich eigentlich mein Pflichtprogramm dieser Serie erfüllt gehabt. Nunmehr waren aber die Reaktionen sehr positiv und ich beherrsche jetzt mittlerweile auch weitgehend zumindest die Technik und daher habe ich mich entschlossen, dann doch ein bisschen zumindest gelegentlich weiterzumachen und zu ausgewählten Themen weitere Videos zu drehen. Dazu habe ich jetzt in der Facebook-Gruppe Dampfen für Anfänger eine Umfrage erstellt. Und zwar eine Umfrage, in der ich diverse Themen angeboten habe, wollte also wissen, welche Themen interessieren jetzt besonders in der Community draußen. Und relativ schnell hat sich bei dieser Abstimmung herausgestellt, dass das die Frage ist, ob Lebensmittelaromen, wenn man sie verzehrt, unschädlich sein könnten und bei Inhalation aber dann sehr wohl schädlich werden. Ist ein sehr komplexes Thema, das sollte eigentlich das nächste Video werden. Jetzt mache ich aber hier einen Einschub. Für diesen Einschub gibt es letztendlich drei Ursachen. Nummer eins ist ein akuter Anlassfall, den ich Ihnen gleich präsentieren werde. Nummer zwei ist, dass die Frage, ob sich Unschädlichkeit beweisen lässt, eine gute Einführung in das Aromen-Video ist. Somit spare ich mir sozusagen einen Teil, zumindest im nächsten Video. Und der dritte Grund ist, dass es mir Gelegenheit gibt, über das Vorsorgeprinzip zu sprechen. Das hat bei der Umfrage niemanden wirklich interessiert. Das ist aber einer der Hauptgründe, mit dem gegen E-Zigaretten argumentiert wird. Was ist aber jetzt zunächst also der akute Anlassfall? Der akute Anlassfall ist ein Artikel im Lancet. Das ist eine sehr ehrenwerte und sehr seit langem bereits erscheinende medizinische Fachzeitschrift, die gibt es also schon seit dem 19. Jahrhundert. Und im Lancet wurde ein Editorial veröffentlicht mit dem Titel Wirft Großbritannien die Vorsicht über Bord. Also der englische Titel wäre E-Cigarettes is the UK throwing caution to the wind. Also in den Wind werfen. Ich habe das hier als über Bord werfen übersetzt. Diese Frage wurde in diesem Editorial gestellt. Es ist keine Autorenschaft da. Das war so vermutlich die Editor himself, oder zumindest wurde ihm das verklickert, dass er das als Editorial publizieren soll. Was liest man da in diesem Editorial? Man liest da drinnen, vielleicht zunächst auf Englisch, it is naive and premature of the committee to confuse an absence of evidence with an absence of harm. Mit dem Committee meinen sie das Komitee des House of Commons, das kürzlich, ich habe darüber auch in Facebook, glaube ich, kurz berichtet, dass es ja kürzlich einen positiven Bericht über E-Zigaretten abgegeben hat und Rauchern den Umstieg empfohlen hat. Dazu sagen sie also, es ist naiv und voreilig von diesem Komitee, Abwesenheit von Evidenz mit Evidenz für Abwesenheit von Schädlichkeit zu verwechseln. Das ist ein bisschen verbuchselt formuliert, aber es beruht auf einem sehr bekannten Prinzip, das zurückgeht wahrscheinlich auf Carl Sagan, in einem Buch 1997 veröffentlicht, aber viele sagen, der hat eigentlich das auch wieder übernommen vom Kosmologen Martin Rees, der das irgendwo früher schon geschrieben hätte. Ist aber im Prinzip egal, auf Englisch lautet es, absence of evidence is not evidence for absence. Also nur weil man keinen Beleg für etwas hat, heißt das nicht, dass das, wofür man keinen Beleg hat, nicht existiert. Abwesenheit von Evidenz ist keine Evidenz für Abwesenheit. Und das wird natürlich sehr oft missbraucht. Und ich habe hier drei Beispiele für den Missbrauch genannt. Die Nichtexistenz von X, was immer das sein mag, das Monster von Loch Ness, der Yeti, irgendwelche Feen oder Sie können es da einsetzen, was Sie wollen, ja, ist nicht bewiesen. Zweite Variante, es ist nicht bewiesen, dass die Therapie Y, Homöopathie, Bachblüten, Handauflegen, was auch immer, unwirksam ist. Es ist auch klasse. Sie können also nur zeigen, dass eine Therapie möglicherweise wirksam ist, also Hinweise auf Wirksamkeit liefern. Wenn Sie die nicht finden, ist es kein Beweis, dass sie nicht wirksam ist. Das ist ein grundsätzliches Prinzip, weil man kann immer irgendwas falsch gemacht haben. Und das Dritte, und das betrifft uns hier jetzt eigentlich, es ist nicht bewiesen, dass der Verzehr, und ich nehme jetzt den Buchstaben Z, und da als Beispiel natürlich die Bananen, dass also der Verzehr von Bananen unschädlich sei. Das sind drei Formen des Missbrauchs für dieses Prinzip, dass Abwesenheit von Evidenz keine Evidenz für Abwesenheit ist. Und letztendlich haben die alle drei eine Methode gemeinsam, ein Prinzip gemeinsam, und zwar die Umkehr der Beweislast. Ich möchte hier anführen, dass es prinzipiell unmöglich ist, die Unwirksamkeit einer Therapie oder die Unschädlichkeit eines Agens zu beweisen. Wenn ich etwas behaupte,
dann ist es meine Pflicht, diese Behauptung zu belegen und nicht die Pflicht der anderen, meine Behauptung zu widerlegen. Weil sonst könnte man ja die Welt zupflastern mit wirren, unsinnigen Behauptungen und die Welt wäre permanent damit beschäftigt, diese Behauptungen dann Stück für Stück zu widerlegen und müsste Ressourcen vergeuden. Die Beweislast ist immer bei demjenigen, der eine Behauptung tätigt. Um das zu illustrieren, nehme ich ein Beispiel, natürlich die Bananen. Bitte, das ist ein hypothetisches Beispiel. Ich will also keinesfalls irgendjemanden hier den Konsum von Bananen madig machen, ja. Aber hier sehen Sie jetzt meine Behauptung, die da wie folgt und die definitiv bisher nicht widerlegt ist. Der tägliche Verzehr einer Banane erhöht nach 20 Jahren das Risiko für Dickdarmkrebs um mehr als 30%. Also das relative Risiko ist größer als 1,3. Das ist ein kleines, relativ kleines Risiko, aber wenn es signifikant ist, dann ist es auch zu berücksichtigen. Und so ein kleines Risiko würde man aber im täglichen Leben nicht beobachten. Da fällt ja niemand plötzlich tot um am Bananenkonsum. Das können Sie nur durch eine Studie überprüfen. Meine Forderung lautet daher, eine Kohortenstudie durchzuführen zur Überprüfung dieser Behauptung und sicherheitshalber Bananen zu verbieten, bis die Ergebnisse vorliegen. Also für diese 20 Jahre, weil man nämlich, und auf das komme ich dann später zu sprechen, das Vorsorgeprinzip anwenden muss. Nun, was ist das Ergebnis nach 20 Jahren? Das Risiko für Dickdarmkrebs wurde durch Bananen nicht erhöht. Gibt es jetzt grünes Licht? Bin ich jetzt bereit, den Bananen zur Unbedenklichkeit zu bescheinigen? Selbstverständlich nicht. Ich habe gewichtige Einwände gegen eine Aufhebung dieses Verbots. Das erste ist, dass Confounding, also Verzehrgrößen, hier nicht sorgfältig ausgeschlossen wurden. Als Beispiel habe ich hier erwähnt, dass der Verzehr von Äpfeln dieses Risiko wieder minimieren könnte, also vor dem Risiko von Bananen schützen könnte. Und es wurde nicht auf den Apfelkonsum kontrolliert. Es könnten natürlich auch Karotten sein oder Salat oder Extrawurst, was auch immer. Es gibt also viele mögliche Confounder, die dieses Ergebnis verdeckt haben könnten. Und das Zweite ist, dass natürlich es nicht auszuschließen ist, dass sie vielleicht nicht das Dickdarmkrebsrisiko erhöhen, aber das Risiko für Speiseröhrenkrebs. Wer weiß? Darauf wurde nicht untersucht, die Daten wurden nicht erfasst. Und somit werden wir also das Bananenverbot aufrechterhalten, und zwar wie lange? Wir werden das aufrechterhalten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil man eben nie in der Lage sein wird, schlüssig zu beweisen, dass die Bananen tatsächlich unschädlich sind. Nachdem ich hier das Vorsorgeprinzip erwähnt habe und auch schriftlich festgehalten habe, möchte ich jetzt doch kurz die Gelegenheit beim Schopf packen. Es wird immer wieder argumentiert mit dem Vorsorgeprinzip. Das heißt, man muss aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen Rechtsmittel ergreifen, Dinge regulieren oder verbieten, weil ja man nicht ausschließen kann, dass Konsumenten dadurch geschädigt werden. Das ist als Besonderheit in Europa, das ist in anderen Ländern nicht so, aber in Europa wird immer wieder gerne auf dieses Vorsorgeprinzip oder Precautionary Principle verwiesen. Allerdings, wie ich Ihnen zeigen werde, missbräuchlich darauf verwiesen. Die EU hat sich nämlich im Jahr 2000 sehr wohl selbst sozusagen eine Regel verordnet, wie dieses Vorsorgeprinzip anzuwenden ist. Ich verlinke das unter dem Video und ich habe aber ein paar Textstellen herauskopiert, die von besonderem Interesse sind. Was verfolgt die Kommission mit dieser Mitteilung für ein Ziel? Sie möchte erläutern, welchen Ansatz sie bei der Anwendung des Vorsorgeprinzips zugrunde legt. Sie möchte Leitlinien für die Anwendung des Vorsorgeprinzips festlegen, einen Grundkonsens darüber erzielen, wie wissenschaftlich noch nicht in vollem Umfang erfassbare Risiken bewertet und eingeschätzt werden können, beziehungsweise wie ein entsprechendes Risikomanagement aussehen könnte und die Öffentlichkeit über diese Risiken informiert werden sollte. Und zuletzt jetzt, und der Punkt ist mir besonders wichtig und den habe ich deshalb hier rot eingerahmt, verhindern, dass auf das Vorsorgeprinzip nur als Vorwand für protektionistische Maßnahmen zurückgegriffen wird. Protektionistische Maßnahmen, Schutz des Marktes, Schutz irgendwelcher persönlicher Interessen. Und genau das ist hier der Punkt. Das ist dann ein Missbrauch des Vorsorgeprinzips. Und die EU weist gesondert darauf hin, dass sie genau das verhindern will, nämlich eine überschießende Anwendung des Vorsorgeprinzips, sozusagen nur als Vorwand für andere Ziele. Dann hier möchte ich nicht den ganzen Text vorlesen, sondern nur, was ich hier rot eingerahmt habe. Ein Rückgriff auf das Vorsorgeprinzip setzt voraus, dass bei einem Phänomen, Produkt oder Verfahren
mit dem Eintritt gefährlicher Folgen gerechnet werden muss. Betonung, ja? Und dass sich das Risiko durch eine wissenschaftliche Bewertung nicht mit hinreichender Sicherheit bestimmen lässt. Das ist ja alles bei E-Zigaretten nicht zutreffend. Das ist weder mit dem Eintritt gefährlicher Folgen zu rechnen, noch lässt sich das Risiko nicht durch eine wissenschaftliche Bewertung bestimmen. Das lässt sich sehr wohl. Es gibt nämlich klinische Studien, es gibt Emissionsanalysen. Das ist der dritte Abschnitt, den ich gern betonen möchte. In manchen Fällen kann die richtige Reaktion darin bestehen, nicht tätig zu werden oder jedenfalls keine verbindlichen Rechtsvorschriften zu erlassen. Nicht tätig werden. Und genau das wäre natürlich das richtige Vorgehen im Falle von E-Zigaretten, nämlich eben nicht tätig werden. Was ist jetzt also mein Fazit dieses kurzen Videos? Die Anwendung des Vorsorgeprinzips ist nur bei begründetem Verdacht auf Schädlichkeit gerechtfertigt. Publizierte Messungen der Emissionen aus E-Zigaretten belegen die Vorteile des Umstiegs vom Rauchen auf das Dampfen, ebenso wie das klinische Studien tun. Ich habe das in vorangehenden Videos schon relativ ausführlich besprochen. Die Vorteile für die Gesundheit sind demnach hochplausibel und es besteht kein begründeter Verdacht auf Schädlichkeit. Der Verweis auf das Vorsorgeprinzip bei der Regulierung von E-Zigaretten dient nur als Vorwand zur Protektion der pharmazeutischen Industrie. Habe ich als wesentliches Beispiel natürlich genommen, haben wir das letzte Mal bei der Kontroverse gesehen, da könnte einem noch vieles andere dazu einfallen, und widerspricht der EU-Verordnung vom 2. Februar 2002. Die Empfehlungen des House of Commons sind evidenzbasiert. Im Lancet Editorial vom 23. August 2018 wurde das Vorsorgeprinzip zur Verhinderung des Dampfens missbraucht. Ich habe hier in Klammer noch neben anderen Verfehlungen dazu geschrieben, weil sie sich natürlich auch nicht entblöden, hier wiederum die Involvierung der Tabakindustrie zu betonen und dem House of Commons bzw. dem Committee vorzuwerfen, es würde die Tabakindustrie unterstützen, wenn sie eine Stellungnahme für E-Zigaretten abgeben. Das habe ich auch das letzte Mal schon diskutiert, dass das natürlich Unsinn ist. Somit meine Take-Home-Message, mit der ich das auch wieder beschließe. Sie sehen, diesmal belästige ich Sie nur ganz kurz. Solange es keine Hinweise auf Schädlichkeit gibt und auch kein plausibler Grund zur Sorge vor Schädlichkeit von E-Zigaretten besteht, sind diese als sicher zu bewerten und Rauchern vorbehaltlos als Alternativen zu Zigaretten zu empfehlen. Und mit dieser Botschaft, die ich hoffe, dass sie möglichst weit verbreitet wird, verabschiede ich mich wieder und verspreche Ihnen, das nächste Video, was hier kommt, da wird sich mit Aromen beschäftigen. Das ist ein kompliziertes Thema. Ich hoffe, ich finde da irgendwie durch. Bis dahin wünsche ich Ihnen was Schönes. Auf Wiedersehen.